Herzlich willkommen zu meiner Fahrkarte Importieren 1.0. Wir machen jetzt Strom einfahren aufgrund des Wetters, auch falls jetzt hier wirklich wartet. Die Drescher machen Pause auf Feld Nr. 41. Abfahrt steht auch bereit. Wir fahren aber einen Kurs ein zum Abfahren von Strom. Dazu beginnen wir jetzt gleich. Und fahren mal den Kurs ein. Ganz gemütlich, ganz ruhig. Wir fahren das mal so, wie damit die anderen nicht gestört werden. Ein Einbahnstraßensystem. Im Grunde jetzt rechts abbiegen. Die anderen kommen von vorne, biegen dann links ab und ich biege jetzt rechts ab. So. Jetzt fahren wir Richtung Viehhändler und fahren da vorbei. Wir fahren eine Straße hoch Richtung Hof und dann fahren wir über den Plattenweg wieder Richtung Feld. Das scheint ein bisschen unfreundlich zu sein, aber muss man machen so, sonst bei recht schmalen Straßen muss man das entsprechend beim Einfahren so gestalten, dass wenn 3, 4 fahren würden, theoretisch mal, das kann aber mal passieren, irgendwann mal, dass die sich hier nicht mal Haufen fahren. Ne? Wenn man halt so eine klaren Straßen mit links und rechts, da kann man es auch im Gegensatz machen. Wenn man auf der rechten Seite fahren kann, oder auch nicht. Sonst wird das auch schwierig. Da hier aber die überwiegend meisten Straßen, so wie hier die Feldwege, mehr oder weniger für Traktoren gerade so reicht, würde ich hier nicht geraten, also KI fahren zu lassen, ohne dass ich von vornherein Probleme geben könnte. Ne? Gerade in den Kurven und so, das ist ein bisschen riskant. Hier ist auch ein Kreuzungsbereich. Da mit 2 Kreuzen oder sehen, dann wird meistens vorprogrammiert, dass es passiert. Oder wie hier in den Ecken, das ist immer unberechenbar. Hier die Hauptstraße, wird alles kein Thema, wird alles gehen. Aber haben wir ja nicht so, ne? Scheinbar ein bisschen langsam. Aber gut, wir haben ja keinen Regen zu sehen, ne? Auch scheinbar. Muss ja auch nicht sein. Ja, das fahren wir jetzt zum Lager rein, Stroh. Und wenn das Lager mal voll ist und kommt die Meldung, dann nehme ich einen LKW und fahre das entsprechend in die Fabrik rein. Das mache ich deswegen so, weil da kriege ich es raus. Und wenn die Mischfabrik voll ist, dann habe ich, muss ich einen anderen Kurs einfahren. Und so habe ich das relativ einfach. Ich kann da noch ein bisschen nacharbeiten. Geht das. So. Die tanken alle voll. Das ist mir halb leer oder nur halb voll. Und Kursplay würde auch automatisch voll tanken. Das machen wir nicht gleich.
Ist ja vorgetankt. Kostet ja nicht viel, ne? Ja, da habe ich gestern jemand getankt für Diesel für 1,42. Da habe ich mich geärgert. Teuer. Aber jetzt habe ich ein bisschen geschaut, welche Tankstellen ein bisschen billiger sind. Und beim nächsten Mal fahre ich an der vorbei. Also das ist richtig Wucher, was die teilweise machen, also richtig extrem. Und mit dem wollte ich eigentlich mal links fahren. Nicht so gut. Für Silo. Gut, ein andermal. Und das ist Kant, den gut. Weil durch Bäume sieht man so wenig. Hier ist es ganz gut, wenn man innen drinne fährt. In Innensicht. Hier wiederum von außen für Crossplay ist das ganz gut. Dass man ungefähr die Mitte der Straße oder zumindest wenn die Straßen schon breit genug sind, schön rechts und links fahren kann. So, alle kommen. Fahren wir hier wieder rauf. So, speichern wir mal unter. Ja. Ab. Fahre. Feld. Das soll noch 40 sein. 40. Und wenn ich euch Pech gehabt, muss ich mal speichern. Ja, mal gut. Jetzt gehen wir hier den Löffel mal ganz kurz. Dann laden wir mal den Kurs. Hoffen wir, dass wir den noch haben. Hm. Ernte fällt 60, fällt 49. Haben wir. Dann werden wir hier ganz kurz den Kurs anhängen, abfahren. Feldarbeit. Einstellen. Müsste eigentlich Punkt 1 anfangen. Mit Stroh sammeln. Und da können wir uns näher darum kümmern, dass wir müssen ja nicht jeden festen Stroh mitnehmen, das ist ja nicht das Problem. Wir müssen nur halt das Lager voll bekommen und schon der Fabrik muss, da könnte eigentlich ganz gut voll werden. So sollten wir voll kriegen, dass wir da im Falle des Falles genug haben für den Winter. Der kann jetzt seine Arbeit machen und wir gehen bei und gehen hier auf und machen hier weiter. Das haben wir gesagt, bei Regen machen wir das hier entsprechend. Und dann schauen wir, wenn das fertig ist nachher, dass wir mit Maishektor beginnen. Das werden wir auch nachts machen, wenn es noch nass ist. Das wird dann nicht gleich ernten können bei nachts. Leider ist das so. Aber das ist halt so realistisch, ne? Getreide und so, das will trocken sein.
Oh, rauffahren hier. Aus, aus. Wenn der Schöne her verdichten her. Den Rest fahren wir in ein drittes Silo rein. In der Mitte lassen wir mal frei. Erstmal. Und. Wir müssen schauen, ob es richtig hoch ist. Soll auch lenkbar sein, ne? Und aufhängen soll auch was. Wieder voll. Aber ist halt normal, ne? Wenn die mehr rüberfahren, dass sie wieder einen Großteil mit rauszehren und so eine Steigung könnten die gar nicht fahren. Aber gut. Hat mit Kursplay eh nicht gut funktioniert. Mit der älteren Version. Jetzt macht es besser sein. Aber. Da hat er ja das Modus gehabt mit abkippen und Punkt und dann allein verteilen. Das klappte auch ganz gut. Ja, das ist Montag, ne? Entschuldigung. Das kratzt mir den Hals, aber nicht gut. Muss am Wetter liegen hier. Draußen ist jetzt, ich glaube, es ist Frost oder so, oder ist kalt geworden oder sagen wir eher kühl. Die Meldung geht nicht, kann sein. Fahren wir quer, schauen wir mal, was wir kriegen und dann. Oh ja, das darf liegen. So. Oder ganz zum Fluss, da wir eh nochmal fahren müssen. Mit dem Sammelwagen. Das ist ein bisschen fest am Silo.
Ich bin wieder voll. Dann machen wir noch fertig die Ecke, ne? Ja, komm, völlig hoch. Das ist schwer vom Vorlager. Da noch müssen wir rein. In der Ecke. Ups. Fahr doch nicht um, du. Ups. War nicht leer. Auf! So, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal hier tschüss, tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Und hören uns jetzt in der nächsten Folge vielleicht. Ne? Tschüss!